Konzerne, Schüsse in der Ferne, Funken leiser klingen, Missionen, die gelingen, Explosionen rauchen, Motoren laut aufhauchen, alles, was ich kenn, ist Cranston und Nguyen. Wie Pen and Paper gefällt, läuft in der sechsten Welt, W6, die massig rollen, ist alles, was wir wollen. Ihr seid alles Lowlife-Runner. Ende des Monats ist noch eine Weile hin. Wir sind in Seattle, in den Redmond Barrens. Und die Knete geht langsam alle. Aber ihr habt noch ein paar Kröten, um euch heute Abend noch die Birne voll zu saufen. Und darum geht ihr in die lokale Runner-Absteige. Ihr geht in den Floppy Hammer und sitzt dort in irgendeiner verrauchten Ecke. Die Musik ist viel zu laut und das Bier ist viel zu schal, aber besser kennt ihr es nicht. An dem Tisch neben euch sitzt ein nicht richtiger Decker oder so, zumindest kann man es ihm nicht ansehen. Er hat gerade irgendein BTL geslottet und liegt halb in seinem Stuhl und sabbert sich da ein. Ihr sitzt alle zusammen und ihr kennt euch eigentlich nicht, habt vielleicht mal kurz peripher den ein oder anderen Run, so ohne euch richtig zu grüßen, mitgemacht. Die Plätze waren voll in dem Laden und dieser Tisch war halt frei, so habt ihr euch einer nach dem anderen hier an diesem Tisch versammelt. Jedenfalls, was ich jetzt von euch möchte, ist eine kurze Beschreibung eurer Person. Fangen wir an mit Moni. Mein Name ist Aita, ich bin eine Kampfadeptin. Eine Orkin. Ich bin praktisch orientiert. Ich mag wenig sprechen, viel schlagen. Also für eine Mörder-Hobo-Abenteuer perfekt. Ich bin misstrauisch, aber nicht böse. Ich schaue mir eine von euch auch ein bisschen mit nervös an, aber das Grund würde ich noch jetzt nicht veröffentlichen. Ich bin hier gekommen, weil 2 Stunden vor Zumachen gibt es einige Essen für halbes Preis. Als ihr alle auch regelmäßig um diese Uhr hier sind, nehme ich an, ihr seid alle in ähnlicher finanzieller Situation. Aber was soll's. Ich trinke mein Bier und probiere lauter zu rülpsen als die Musik. Wie sieht dein Charakter aus? Wie sieht Aita aus? Aita. Alter, das ist ein jakutischer Name, weil ja, ich sollte ein bisschen jakutische Küche kennen und auch russisch, also ich nehme an, ich komme. Dein Aussehen? Dieser Gegend. Du wolltest dich beschreiben, genau. Ihr habt doch den Bild. Ja, aber wegen Podcast. Also, ach ja. Die Zuhörer. Ja, ich bin sehr intelligent. Ich bin kräftig gebaut. Man sieht, dass ich entweder viel Synthol eingespritzt habe oder tatsächlich ein bisschen Zeit in einer Fitnessstudio verbraucht habe. Man sieht, dass ich gewaffnet bin. Ich habe spitze Ohren und wie heißen die? Hauer. Hauer, ja. Die natürlich schön und weiß poliert sind. Ich habe lange schwarze Haare, die in dieser Art von Zopf gemacht sind, die die MMA-Kämpferinnen oft tragen, sodass man sie nicht ihre Haare einfach greifen kann. Also ich bin offensichtlich für Kämpfen bereit. Oder wenigstens will ich das so einen Eindruck machen. Nice. Sascha? Ja, ich bin ein Halbmensch, Halbmaschine, könnte man sagen. Ich bin so dieser typische Straßensamurai, der seinen Körper einfach nur updatet bis hin zum Vergasen, dass ich dann halt wirklich auch, egal was mir vor die Flinte oder vor mein Schwert kommt, es zermetzeln kann oder erschießen. Ich trage offensichtlich einen Katana an der rechten Seite, habe meistens ein Gewehr auf dem Rücken. Sofern das jetzt gerade in der Bar nicht verboten ist. Das weiß ich gerade nicht. Ja, ich bin häufig hier, weil ich den gut kenne und ich von dem auch schon ein paar Jobs bekommen habe. Barkeeper Connection. Und ja,
Ich bin halt so noch ein Anfänger Shadowrunner, habe aber schon einiges gemacht, konnte mir auch schon einiges in meinen Körper einbauen lassen. Und alles offensichtlich, weil ich will, dass der Gegner sieht, dass ich eine Maschine bin und aufräume. Und mein größter Kodex ist, der Auftrag geht über alles und ich verrate niemals einen. Mein eigener Ehrenkodex, ich verrate niemals einen Auftraggeber. Außer das Geld reicht dafür, dass ich mein ganzes Leben nichts mehr tun muss. Okay. Ja, dann Georg. Jo, ich bin für Ork-Verhältnisse ein ziemlich schmächtiges Kerlchen, das immer ein Auge auf die schönen Dinge um ihn herum hat, vor allen Dingen Frauen. Vor allen Dingen scheine ich aber kein Talent dafür zu haben, mit Menschen umzugehen, weil ich bin verdammt ungehobelt. Ich trage immer irgendwelche labbrigen Sporthemden, Sporthosen, irgend sowas. Man sieht mich regelmäßig in anderen Klamotten, aber es ist immer das Billigste vom Billigen. Das Einzige, was konstant ist, ich habe immer eine Tasche dabei, in die Kabel reingehen oder rausgehen und hin und wieder was eingejackt im Hinterkopf. Nice. Dein Charakter heißt? Itachi. Cool. Und Micha. Jo, ich bin ein Zwerg. Ja, doch relativ typisch aus wie ein Zwerg. Klein, stämmig. Auch schon einen guten Bierbauch. Hab einen langen Schnäuzer, der einmal links und rechts ganz tief runtergeht. Also wirklich nur ein Schnäuzerrest, kein Bart. Und dann unten zusammen gezwirbelt. Ja, ich bin Straßenschamane, kenne mich auf der Straße sehr gut aus. Ich werde der Doktor genannt. Man kennt mich immer als der Doktor. Ich heile Körper und Geist. Ja, Sascha, deinen Namen habe ich vergessen zu fragen. Ich nehme mich Herbie. Herbie. Humanoid Experimental Robot B-Typ Integration Electronics. Alles klar. Mein Straßenname ist Herbie. Ist eine gute Idee. Ja, während ihr euch da anstarrt oder für ein paar Worte miteinander wechselt, kommt drauf an, wie ihr drauf seid und passiv diesen ekelhaften Rauch einatmet. Euch vielleicht fragt, ob das der beste Moment eures Lebens ist und es von hier ab nur noch abwärts geht. Kommt in die Bar ein Typ, ein Elf in einem Anzug, von dem ihr meint, der passt hier mal so gar nicht rein. Und wenn der Runner ist, fresse ich den Tisch. Der sieht auch sehr schüchtern und ängstlich aus. Und als er den Typen neben euch an dem Tisch sieht, gehen seine Augen auf und er geht tapst schnellen Schrittes dahin an seinen Tisch, steht neben ihm und sagt: Hallo, sind Sie Walter? Hallo, Scheiße, der Auftrag. Oh. Und dann setzt er sich an den Tisch und versucht ihn die ganze Zeit irgendwie zu wecken. Aber der wacht einfach nicht auf. Und dann schaut er sich in dem Laden um. Scheiße, die killen mich hier. Hey, wollen Sie jetzt den Auftrag oder nicht? Fuck, ich bin weg. Und dann steht er auf, will den Laden Ey, verlassen. Spitzohr, Spitzohr. Hast du was von dem Auftrag gesagt? Komm mal her. Schreit er durch den Laden. Also die Hälfte des Ladens schaut auf, guckt in eure Richtung. Alle winken den Typen zu sich. Hey, komm mal her. Ja, hast du einen Social Skill, Micha, der hier helfen könnte? Charisma. Die anderen möchten zugucken und sich dann über den Doktor lustig machen. Ich schnipp an meinem Bier, ja. Ja. Also ich habe Charisma 5. Soll ich mal auf, also 5 Würfel dann, ne? Nee, hast du eine Fertigkeit, die passt, oder? Ja, wieso? alles klar, dann würfel einmal auf Charisma minus 1. Was, Also in minus deinem Fall 1 dann nur? 4, Okay. glaube ich. Ach so, kurz für auch für die anderen. Wenn hier minus 1 und minus 2 gesagt wird, das ist nicht der Mindestwurf, das ist immer minus Würfel, ne? Mhm, also Minus 4 Würfel, Würfel genau. dann. Okay. Genau, und Genau, das 5 und ist 6 sind Erfolge. Ah, der hat echte Würfel. Ja, eine Hast du fünf. keine, Monika? Nee, Eine ich habe fünf, zwei aber Einsen.
Eine 5 und 2 Einsen. Ja. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist sogar ein Patzer. Ja, das ist ein Erfolg, aber ein Patzer an sich, genau. Also ja. Die Hälfte der Würfel sind Einsen, aber auch ein Erfolg dabei. Das führt dazu, sogar beim Doppelt, ist sogar ein kritischer? Nee, der hat einen Erfolg, ja. Okay. Das führt dazu, dass dieser Elf stehen bleibt, dich kurz irritiert anschaut, gerade einen halben Schritt in deine Richtung machen möchte. Und dann kommt ein Typ in einer zerrissenen Lederjacke und einem Augenpatch an ihn ran und legt seinen Arm auf seine Schulter. Hey, hast einen Auftrag? Also da wird euch gerade irgendwie der Lohn für den Rest des Monats genommen. Dann stehe ich auf, schlag meinen Krug auf den Tisch mit dem Bier und möchte einschüchternd würfeln gegen den Typen und dem sagen, Kollege, das ist unser Auftrag. Nice. Lass ihn los. Hau rein. So. Roll 5d6. Passt. Ja. Okay, zwei Erfolge und bei 5 Würfeln eine 1. Das ist kein Patzer. Zwei Erfolge. Gut, darauf würfel ich dann seine Willenskraft minus 1. Würfel W6. So. Zwei Erfolge gegen einen Erfolg. Du bist erfolgreich mit Herbie. Der Typ zieht seinen Arm von dem Elfen zurück, beide Hände so hoch in die Luft, so, yo, cool bleiben, Mann. Und geht dann wieder zurück an die Theke. Ich nutze die Gelegenheit, gehe zu dem Elfen, richte seinen Anzug, dirigiere ihn höflich zu uns. So nach dem Motto, wenn du Hilfe brauchst bei uns, wirst du Hilfe finden. Und setze ihn dann... Ich setze mich wieder hin und denke mir so, ha, der kommt nicht wieder. Und setz ihn dann da auf einen Sitzplatz und warte, bis der Elf aufhört zu schlottern wie eine Weide. Schiebe ich ihm ein Bier rüber. Am besten direkt so ein Wodka. Also ich spreche den Elfen jetzt auch an. Na, was macht so eine Bohnenstange wie du in so eine Absteige wie hier? Du brauchst sicherlich einen Bodyguard und einen Sandwich oder zwei. Dann helfen nicht mal mehr 5. Der wächst also, nicht mehr. Ich habe ein Riesenproblem. Vielleicht könnten wir, der versucht halt, sich halt zu beherrschen, das Ganze woanders besprechen. Ich fühle mich hier nicht so wohl in diesem, schaut sich ein bisschen um, Etablissement. Ich würde, wenn das vielleicht geht, den Barkeeper gucken und fragen, Barkeeper, hast du ein Räumchen für uns? Ist ja meine Connection, deswegen frage ich. Nein, nicht so weit denken, pfui. Was wird der Barkeeper denken, was wir mit dem machen möchten? Naja, der Barkeeper, wenn der Aufträge ausgibt und ich ihn als Connection frage, hast du einen Raum, ich kann dir ja noch sagen, Raum zum Sprechen, dann vielleicht, das ist jetzt einfach mal vielleicht fast Meta, könnte man sagen, aber ist egal. Ich probiere es. Der Barkeeper lächelt so in deine Richtung, zieht seine Fluppe aus dem Mund mit seinem offensichtlichen Cyberarm und sagt dir dann so, ich habe sogar zwei Räumchen da hinten. Einmal die Toilette und da ist der Hinterausgang. Was meinst du, was ich hier bin? Das Grand Hotel oder was? Wir können auch das Klo nehmen. Ist groß genug, oder? Ja, da gibt es auch schon Kondomautomaten, also wenn, keine Ahnung, was ihr vorhabt. Ich greife in meine Tasche, ziehe ein Kabel raus und check das Kabel ein und hab alles im Blick. Die Überwachungskabel reinkommen. Der sagt, also ich weiß nicht so recht, wenn ihr den Auftrag von mir annehmen wollt, dann wäre das recht praktisch, weil die Zeit drängt. Dann dreht er sich nach hinten zu dem Typen, den er am Anfang angesprochen hat und meint, na, Pech für ihn, aber mir wäre es wirklich lieber, wenn wir uns woanders unterhalten können. Okay. In meinem Laden, der ist hier die Straße runter. Das hört sich doch nicht schlecht an. Ich gehe schon mal vor. Ich hau das Bier weg und klemme meine Tasche unter den Arm und laufe mit dem Elfen los. Kennt ihr Hampton Holistics Healthcare? Ja, klar. Jetzt schon. Ja, wenn ihr von der Gegend seid, kennt ihr es. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich kenn's nicht, aber also Outgame. Ja, ich habe davon schon mal geklaut.
Alles gut. Okay. Er geht auf, steht auf und verlässt den Laden relativ schnell. Itachi möchte ihn begleiten. Ja. Die anderen wissen Bescheid, wo es hingeht. Möchtet ihr direkt auch hinterher? Also ich trinke mein Bier noch aus und stehe dann noch auf. Ich trinke auch mein Bier aus und falls jemand irgendwo eine Trinkreste gelassen hat, trinke ich das auch aus. Ich rülpse nochmal so laut, wie ich kann und ich gehe auf. Kein Bier wird zurückgelassen. Ja. Ich gucke noch zu den beiden anderen. Ich habe euch jetzt einfach mal mit eingebunden, aber ich denke mir mal, da wir anscheinend alles Geld brauchen können, ist doch gut. Ja, dann auf dem Weg zu Hamptons Holistic Healthcare schaut der Elf Itachi immer wieder an. Was machen Sie denn so, wenn ich fragen darf? Gerade versuche ich rauszufinden, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Bitte was? Hast du das nicht verstanden? Gerade finde ich heraus, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Blöffst du oder willst du irgendwas abziehen? Nein, ich bin in mein Deck eingedeckt. Ich logge mich ein und sammle Informationen über unseren Kunden. Während wir zum Laden laufen. Okay, dann würfel. Ich würde mal einfach einen normalen Computer nehmen, weil noch will ich ja nicht hacken. Ich will ja nur zugängliche Informationen haben. Erstmal das Harmlose. Trotzdem minus einen Würfel wegen Gen und Gen ist eine komplizierte Sache. Das waren 6, ne? Ich stell mir das gerade vor, er würfelt jetzt 3 Erfolge und 2 Misserfolge und oder 3 Misserfolge, läuft, kriegt seine Informationen und macht das Pong, das war die Lampe. Ja, genau. Klassischer Hacker bekommt einen Malus, sobald er ein Alter! Ich dachte, hallo, was glaubst du, wo meine Attribute sind? Was hast du gewürfelt? Das war einfach eine Computerrecherche. Ganz stinknormal. Und das ist schon minus ein Würfel. Okay. Ja, gut, weil ich sehe hier 10 Würfel. Ja. Ja, da 11 drauf. Schlecht. Also ich hab auch Sachen mit 10. Also, ja. 2 ist Erfolge. Ja bei Shadowrun 5 ist das doch irgendwie normal. Wenn du 6 als Erfolg definierst, ich sehe da noch ein paar Vierer. 2. Ja, das ist Shadowrun 5. 5 und 6 sind Erfolge. Okay. 5 und 6 sind immer Erfolg. Okay, dann 2 Erfolge. Jo. Wir sind nicht mehr im Dreier. Georg hat gerade viele private Fotos entdeckt. Also gibt es irgendeine auffällige Medienpräsenz, History, irgendetwas, was man über ihn und diesen Laden erfahren kann? Wollte er gerade sagen. Das ist George Hampton. Der hat halt dieses kleine Unternehmen, Hamptons Holistic Healthcare. Das ist Tingeltangel und irgendwelche Therapien. Er bewirbt das als esoterisch korrekt und sonst wie, aber du findest halt heraus mit deinen 2 Erfolgen, das Gerücht geht umher, dass das schon so ein bisschen Betrug ist, was er da abzieht. Er macht einen auf Thales-Krämer, ist aber nicht wirklich OG. Okay, das lässt mich freundlich werden. Gut, dann du gehst in den Laden rein, als du in den Laden trittst und kurz darauf auch die anderen. Seht ihr, dass der aussieht, als ob mitten in einem Laden irgendwie eine Medizinhütte aufgebaut wurde und die dann gesprengt wurde? Weil überall verteilt liegen irgendwelche schamanistischen Tingeltangels und sonst wie. Mit indirekt türkisem Licht, was sich auch irgendwie beißt mit diesem eigentlich eher naturtreuen hölzernen Elementen. Also so türkis-weißes Licht überall, was so ein bisschen auch hygienisch wirken soll. Dann gibt es so ein Hinterzimmer mit einer Milchglastür, bei dem er dann wohl irgendwie seine tollen Therapien durchzieht. Schaman auf Koks. Nein, auf LSD. Ayahuasca. Ayahuasca. Nice. Denn er setzt sich auf einen der großen Sitzkissen, einen Schneidersitz und zeigt so mit der Hand aufs Gegenüber einige andere Plätze auf dem Boden. Was man nicht alles macht. Setz mich dahin, stell mein Deck neben mich und sondier mal den Raum, ob hier irgendwelche unangenehmen Gadgets rumhängen, die das hier problematisch machen könnten. Ja, dann das entsprechende Würfeln. Ich würde auch gerne, ich habe ja so Thales-Schmuggler-Wissensfertigkeit,
wirklich da irgendwie das erkennen. Klar. Das ist dann also, da Tagesstufe steht 4, das sind dann auch die Würfel, 4 plus dann auch Aufmerksamkeit. Charisma wahrscheinlich. Jo. 6, 6, 6, 5, 6, 6, oh Gott, ich habe sehr viele 6, keine 1. Nice. Aber auf die Würfel, wir vertrauen dies nicht. Aha, natürlich. Alles richtig. Shaky Cam. Ja. Also das hier sind ja. 6. Die Qualität ist so schlecht, dass man es nicht erkennt. Pfui. Ja, aber ja. Das ist, deswegen soll man so scheiße Kameras haben, dann kann man besser cheaten. Mhm. Zu Georg, der mit seinen 3 Erfolgen findet er eine Sicherheitskamera und einen Host der Stufe 3. Aber man sollte auch von einem Laden hier in dieser Straße nicht viel erwarten. Und Micha, du schaust dich so um, siehst, dass 70% von dem Zeug, das hier hängt, nicht magisch ist. Und der Rest hat den Wert alles zusammen, vielleicht 700 Nuyen. Also, da kennst du bessere Läden. Okay. Mehr Fake als Laden. Ja. Während das Ganze passiert, geht Alter um, sie kennt sich mit nichts aus, also sie, jede pflanzliche Material, die sie sieht, probiert sie zu rauchen. Das funktioniert natürlich sehr schlecht. Ich stelle mir gerade vor, wie sie so einen Fokus raucht. Ja, als ihr euch alle zusammen dort eingefunden habt und wahrscheinlich Platz nimmt in seiner wunderbar esoterischen Runde, wird sein Blick ernst und er sagt euch mit einer nicht mehr allzu wackeligen Stimme: Die Mafia hat meine Tochter Moxie. Ich bezahle ihnen Schutzgeld, damit sie Gangs von meinem Haus fernhalten. Aber das Geschäft war in letzter Zeit schlecht. Also konnte ich. Ach so. Sie haben sie nicht also, bezahlt. Ja, also konnte ich diesen Monat nicht bezahlen. Ah. Und die Fratelli-Familie halten meine Tochter als Geisel fest, bis ich bezahlen kann. Und wenn ich nicht bezahle, sagen wir so, ich habe Moxie einen wirklich hübschen Ring zum 17. Geburtstag geschenkt und die Fratellis besitzen Zigarrenschneider. Ich kann ihnen nicht viel bezahlen. Das ist schon mal klar. Aber das wäre die nächste Frage gewesen. Aber ich kann nicht mal das Lösegeld für meine Tochter aufbringen. Aber allen von ihnen 4 könnte ich 500 Nuyen jeweils bezahlen. Und Gratisentgiftung und eine Darmspülung, die kann ich auch noch drauflegen. Darmspülung? Wie geht das an? Also, ich habe gerade nichts anderes zu tun. Ein paar Leute schlachten ist nicht schlimm. Aber denken wir praktisch. Mr. Hamden, ist dieser Ring mehr oder weniger teuer als ein prosthetischer Finger? Kommt auf den Finger an, den prosthetischen Finger. Meine Tochter Moxie wurde entführt, also. Achso, also Sie sind jetzt mehr an Ihrer Tochter interessiert. So verstehe ich das jetzt. Ja, sie wird wahrscheinlich nicht zurückgebracht werden. Ich kann die ja nicht bezahlen. Na gut, dann erzählen Sie uns doch mal was über diese Gangster. Wer genau ist das? Die Fratellis. Ich weiß nicht sehr viel von ihnen, also. Gut, also 500 Nuyen und wir kriegen noch was umsonst von ihnen. Gefallen ist doch gut. Jeder einen Gefallen, das heißt, sie haben 4 auf dem Zettel, ne? Ja, wollen sie mich ausrauben, oder? Ich hab nicht mehr. Ich würde sie niemals ausrauben. Sie sind mein Auftraggeber. Das ist, das macht man nicht. Oh. Naja, ich meine, was will man hier auch rauben? Aber hören Sie. Das ist mein Leben, das ich hier aufgebaut habe. Was sagen Sie da? Und das ist nicht unser Leben, was wir hier gerade für Ihre Tochter einsetzen, für nix. Ja, jedenfalls, ich weiß nichts so genaues über die Fratellis, aber mein Kumpel Stu hat mir letztens gesagt, dass er die häufiger hier im Viertel, im Fastfood-Restaurant McHugh's sieht. Gut, wo treffen Sie sich denn normalerweise? Wer? Sie, wenn Sie denen das Geld geben. Ich nehme an, Sie werden das ja nicht per Karte machen, sondern bar oder so. Die kommen hier einfach in meinen Laden. Ach so. Ach, deswegen dieses Innendekor. Dann einmal suchen, wo sie sind, aber das sollte
Das sollte doch unser kleiner Computergenie da drüben locker rauskriegen. Haben Sie nie probiert, dem statt Geld eine Darmreinigung anzubieten? Ernsthaft? Ich verstehe, dass Ihnen meine Tochter nicht so wichtig ist, aber was meinen Sie damit? Also, ich habe das im teuren Krabs gehört. Das sollte sehr teuer sein. Obwohl die... Das war vielleicht eine andere Art von Krab als Ihre Chef. Wenn ich weg mit so einem Scherz ankomme, dann war's das. Also der Chef heißt wohl Vic, richtig? Ja, ich glaube, der heißt Vic. Das haben sie nicht von mir. Haben Sie sonst noch irgendwas Anzahl an Gangstern? Wie viele sind da sonst so, die immer begleiten? Also meistens ist das so ein großer Typ, so ein Schrank, ein recht junger Mann. Ansonsten, ja, wie sahen die anderen nochmal aus? Hier. So, hast du was dagegen, wenn ich mir deine Überwachungskamera und deine Festplatte vornehme? Ja. Das ist die falsche Antwort, wenn du deine Tochter haben möchtest. Aber es geht hier um meinen Laden. Mr. Hampton. Ja, was ist der wichtiger, dein Laden oder deine Tochter? Und dann siehst du in seinem Gesicht so echt am Grübeln. Da hast du echt eine Schlüsselfrage gestellt. So. Okay, mir ist das scheißegal. Ich möchte erstens die Kamera drauf checken, ob irgendjemand sie anzapft und die Daten wohin gehen, wo sie nicht hin sollen. Und zweitens möchte ich Bilder davon finden, wann das letzte Mal Schutzgeld erpresst worden ist und möglichst so viele von den Fratellis, die hier reinkommen, identifizieren. Spielleiter, elektronische Kriegsführung oder Hacken? Hacken natürlich. Ja, ihr seht, wie Itachi auf seinem Keyboard Musik spielt. Hey, hallo. Verzeihung, das ist mein Laden. Ich gehe mal auf ihn zu und versuche ihn so ein bisschen von ihm weg abzulenken. Na, das kann er nicht tun. Hallo? Erzählen Sie mir noch mal ein bisschen mehr. Wie heißt denn Ihre Tochter? Ich sagte doch schon, Moxie. Okay. Hallo, lassen Sie das Fail. Bitte. Ach, Fail. Schon, die Einsen ziehen nicht ab, Georg. Ah. Genau, das ist Sharon 5. Die Einsen, also die negieren nicht deine Erfolge. Genau. Du hast nicht failed, sondern du hast 4 Erfolge. Eine 6 und 3 Fünfen. Genau. Okay. Genau. Das ist bei Stufe 3. Du hast 4 Erfolge. Ein Nettoerfolg. Ja, du findest eine Videosequenz von einem Typen in einem weißen Anzug, der George Hampton in seinem Laden bedroht. Du merkst sofort, nur der kann es sein. Du hast bei allen anderen durchgeswitcht. Das waren so Nachbarn, Lowlife-Typen und etc. Pipi. Okay, dann speichere ich mir diesen Clip mit dem Typen. Ich speichere mir einen Clip mit einem Bild von der Tochter, die wahrscheinlich irgendwann mal auch mal im Laden gewesen sein wird. Puh, wird schwer, die zu identifizieren. Also irgendwelche Jungs. Okay, dann werde ich... werde ich den Besitzer... Wie sieht Ihre Tochter eigentlich aus? Ja gut, das auch noch. Jetzt soll ich irgendwelchen Kriminellen ein Bild von meiner Tochter geben. Sollen wir die Nutte vom Vitelli rausholen und dann sagen sie, das ist nicht meine Tochter? Wenn wir hier gleich mit 10 Frauen ankommen, bringt's ja auch nichts, oder? Ja, sie haben ja... Obwohl wir jede Frau Geld kriegen. Sie haben ja vollkommen recht. er geht über seinen Comlink und schiebt euch etwas rüber. Und habt halt eine Message, die ihr annehmen könnt, eine Bilddatei von einer jungen Frau in Cheerleader-Uniform. Ja, okay. Dann schicke ich den anderen Kollegen das Bild von dem weißen Anzugsträger. Mit wahrscheinlich unser Übeltäter. Und habe ich irgendwelche Spuren davon gefunden, dass die Kamera von jemand anderes abgehört wird? Nein. Wunderschön. Dann lösche ich alle Bilder, auf denen wir 4 drauf sind. Okay, Mr. Hamden, ist Ihr Budgetdefizit der einzige Grund, warum die Fratellis mit Ihnen ein Problem haben? Oh, der Muskelberg hat eine Idee. Selbstverständlich, mein Laden lief super, bis die Fratellis hier angefangen haben, mich aufzumischen und alles durch die Gegend zu schmeißen. Und dann blieben auch die Kunden fern. Und seitdem habe ich nicht mal das... Ich hätte sie eigentlich bezahlen können, wenn die mich in Ruhe gelassen hätten. Und Ihre Tochter hätte auch keine Verbindungen mit dem Fratellis. Was wollen Sie mir hier unterstellen? Sie hat sie nicht rein zufällig.
Na, vielleicht hat einer der Fratelli Spaß dran, so ein junges Ding wie ihre Tochter mal so ein bisschen richtig durchzuwalzen. Wissen Sie was? Ich glaube, ich gehe zurück in die Bar und wir vergessen das Ganze. Es ist spät. Wir haben schon Sie angefangen. haben den Vertrag unterschrieben und wenn Sie den Vertrag brechen, dann ladet Itachi hier Nacktfotos von Ihrem Hund auf Twitter hoch. Und da können Sie. Nicht von seinem Hund, sondern von dem gesamten Gespräch. Ich habe alles auf Film. Alles auf der Platte. Und dann können Sie Ihr Business vergessen. Ich glaube, wir haben aber genug Informationen. Dann lass uns doch jetzt langsam mal abzischen, weil der Tag ist nicht mehr so lang. Vielleicht können wir das heute noch erledigen. Vielen Dank. Ich kann mit Ihnen rechnen. Gleich. Wie lange brauchen Sie? Sobald wir die gefunden Es haben. kommt drauf an, wie viel Knarren. Bis Das kann 21 man Uhr. nicht eilen. Bis 21 Es kommt drauf Uhr. an, wie viel Knarren da rumsitzen. Der war gut. Gut, ich warte hier bis 21 Uhr. Vielleicht auch länger. Ja, ich speichere mir die Identifikations-ID von seinem Kommunikator, dass ich ihn notfalls tracken kann. Alter, du bist hier nicht Uber-Hacker of the Nation. Du kannst. Du hast. Doch, bin ich. Guck mal auf meine Attribute. Okay, wir können eine Grundsatzdiskussion über Power-Fantasien haben oder weiterspielen. Also. Ja, ich speichere mir einfach dem seine User-Daten von seinem Comlink, damit ich Genau, ihn tracken also kann. seine Kontaktdaten. Klar, das ist ja kein Ding. Nein, die Hardware-Identifikation seines Gerätes. Die Kontaktdaten kann man ändern. Okay, sowas wie eine MAC-Adresse oder so. Ja klar, die wirst du in irgendeinem Header oder keine Ahnung was rausfischen können. Kein Ding, keine Geschichte. Gut, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Food-Laden da, weil da werden wir wohl die besten Karten haben. Genau, McHughes. Hier halt im Viertel der McHughes. Haben Sie denn zumindest noch eine Idee, welcher von denen? Oder müssen wir die jetzt hier 10 Stück abklappern? Nein, nein, nein. Hier im Viertel. Einfach nur dort vorne die Main Street runter. Wo essen Sie eigentlich? Ich meine, alle essen da. Essen? Wann konnte ich mir das letzte Mal Essen leisten? Ach, Sie essen im Stuffer Shack. Okay, das Instant-Nudeln. Ah, solche habe ich angesprochen. Okay. Aber kein Problem. Gut, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es wie McDonald's ist, dass es davon mehr als einen gibt in der ganzen Gegend. Ja. Deswegen habe ich gefragt, welcher von denen. Deswegen fand ich, ist das schon gut mit der Straße, das reicht schon. Ich würde dann sagen, ja, komm. Dann auf, wir haben keine Zeit. Ich will heute Abend noch pünktlich ins Bett. Ja, dann kram ich mein Zeug zusammen und verlasse den Laden. Ja, gehen Tap, wir. tap, 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 Ich tap, muss tap, abends noch ein tap, Leg Workout machen. Und das tap. Leg nicht. Also, Leute, ich meine, ich habe auch kein Geld in der Tasche. Aber Ja. wollen wir das wirklich für diesen Vogel mit der Mafia anlegen? Ja, ihr geht die Straße runter. Im Himmel über euch seht ihr, wie sich die Tridios von Wuching und Renrakus neuen Produkten miteinander um Fläche streiten, sich überlappen. Auf der einen Seite sind jede Menge Straßen, Streetfood-Läden, auf der anderen Seite ein paar Baracken, in denen irgendwelche Leute wohnen. Und ihr geht schnurstracks die Straße entlang, während Itachi ein Thema anschneidet. Ja, wollen wir wirklich für diesen Typen uns mit der Mafia anlegen? Naja, eine Mafia, die so einen kleinen Billigladen auseinandernimmt, das dürfte nicht viel sein. Haben wir überhaupt. Ich glaube, es ist wert, uns ein Auge darauf zu werfen. Vielleicht ist es nur ein Missverständnis. Mein Magen knurrt. Ich glaube, das ist das Hauptargument. Ja, Marcus kann diese 100 Yen Mein Menü. Magen knurrt dann mit. Und denken wir so, mit 500 Nuyen, naja, da kommen wir zumindest eine Woche mit aus. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Coupon. Jo, ich würde mal vorschlagen, dass Herbie, richtig? Dass du nicht als erstes in den Laden reinrennst, weil dann sind die gleich auf Gewehr bei Fuß. Na. Lass mal mich und den Muskelberg erstmal vorgehen und den Laden auschecken. Wir sehen nicht so aus, als wären wir gefährlich. Ja, Ach also. so, der Muskelberg geht vor, aber Terminator darf nicht. Dankeschön. Ja, Habt ihr. ernsthaft, du siehst so aus, als hättest du dir irgendwo eine Mine zu viel gekuschelt. Micha. Eiter fühlt sich offensichtlich geschmeichelt und strahlt sogar.
Hat irgendeiner von euren Charakteren so Straßenwissen oder Ahnung von der Gegend? Was nämlich auch eigentlich gerade fragen, ob wir den Namen vielleicht ja. schon mal gehört haben. Ich habe Straßen in Straßen in Seattle und Straßengangs habe ich. Waffenhersteller habe ich auch noch. Ich habe Waffenhersteller, Safe Houses. Nee, ich habe nichts Nützliches, sorry. Micha, Georg? Nope. Tagesschmuggler, Pfandler. Ja, ein Erfolg, ein Misserfolg. Ja, ein Erfolg. Also eine 6, 4, 1, 3. Kann der einfach nicht einen Trenchcoat anziehen? Würde das nicht alles Relevantes bedecken? Ja. Was, weißt du eigentlich, was hier los war, als das letzte Mal irgend so ein komischer Typ mit einem fetten Trenchcoat durch die Straßen gelaufen ist? Ich habe heute noch das Knallen von der Panthersturmkanone in den Ohren. Trenchcoat also, ist hier ein gutes zu Saschas Wurf. Ich weiß, er konnte sich wie einer von diesen Maskottchen von Marcuse, die von dem Milch für Kinder, dieser Hamburger oder etwas, so eine dicke, aufblasbare Anzug und dann sieht niemand was. Und die Kinder lieben ihn, es ist perfekte Strategie. Sascha, sollen wir uns ein Zimmer nehmen und die anderen machen weiter? Okay, ja, zu deinem Wurf, du weißt, ja, oder alle wissen eigentlich Marcuse, das ist so ein... wie McDonald's, so eine riesen Fastfood-Kette und bei der ist das halt so, dass jeder Laden wird mindestens von 5 Sicherheitskräften bewacht. Das ist nämlich so ein richtiger Lowlife, super billig Restaurant, wo es halt einfach früher dazu kam, dass die irgendwie dreimal am Tag ausgeraubt wurden. Lili mit heißer Theke, ja. Ja, aber dieser Laden hier bei euch im Viertel, das ist halt so ein Franchise-Nehmer. Und von dem wisst ihr, der hat nicht irgendwie 5 sonst wie Securities. Der hat eine ziemlich niedrige Bar. Trotzdem sollte man da nicht mit Waffen rein. Das kann ich dir für einen Erfolg erzählen. Aber meine Fäuste sind eine Waffe. Ja, also dann tue ich mit meiner tollen Intelligenz, die ich habe, mal an die Gruppe das weitergeben, dass ich dann sage auch, also unser Mac, Moment, wie heißt das Ding? Mac Hux ist, Youth. Denkt dran, Youth. Da ist schon gut, dass ihr da zuerst reingeht, weil, ja, Waffenarsenale sind da nicht gerne gesehen. Ihr könnt mich ja dann rufen, wenn es losgeht. Ach, gut, dass du sagst, haltet mal eure Koms raus. Ja. Ich erzeuge einen stehenden Kanal für alle, für die gesamte Truppe. Ja, Comlink anpassen, nachdem ich genau. für alle einen offenen Comlink geschaffen habe, dass wir miteinander reden können. Also dann geht ihr erstmal ohne Waffen rein. Wir warten mal. Also ihr seht jetzt, während ihr unterwegs seid, vor euch einen Typen, die Straße entlang schlendern, von dem ihr gerade vor ein paar Minuten sein Foto gesehen habt. Ein Typ in einem recht schicken weißen Anzug, weiß in weiß, mit einem schwarzen Hemd und einer weißen Krawatte drauf. Hervorragend gestylte Haare, vermutlich gerade eben aus dem Friseur rausgekommen. Der frisiert sich wahrscheinlich nicht bei dem Typen an der Ecke auf dem Holzstuhl die Haare und schlendert in Richtung des besagten Marcuse. So, wer hat Einfühlungsvermögen? Warte, ich nicht. Der sieht aus, als ob er sich öfters als einmal pro Woche duscht. Passt hier nicht. Ich könnte ihn nachschleichen. Ich habe einen Kamelanzug. Ah, gute Idee. Vielleicht kann ich erstmal den Laden auschecken. Ja, du solltest dich mit diesem Maskottchen umziehen. Kamelanzug, ich bin dann unsichtbar. Als Hugh McHugh? Lass doch die Puppen aus dem Spiel. Das kommt später, wenn wir da uns reinschleichen müssen. Ja, ihr wollt ihn verfolgen? Mhm. Ich halte mich ein bisschen zurück, weil, ja. Ja, ihr habt Vic Fratelli bis zu seinem Laden, bis zum Fastfood-Laden verfolgt. Und ihr könnt das Fett und andere Essensgerüche schon vom Weitem riechen. Komm, wir Magen. Ja, soweit ihr wisst, hat Marcuse in seiner ganzen Geschichte noch nie echtes Fleisch verkauft, nur Soy Burger, was ja nicht schlimm ist.
Es hat sich den Fettverbrauch billiger Schnellrestaurants, die etwas mehr Geld verdienen, zum Vorbild genommen und noch zwei Schritte weitergetrieben. Wenn ihr hier irgendwas zum Mitnehmen kauft, könnt ihr durch die Papiertüte durchsehen. Und es kann leicht sein, dass die Burger und Fritten durch den Boden der Tüte fallen, bevor ihr zu Hause seid. So lange belebt das nicht. Die U-Sliders heißen so, weil sie euer Verdauungssystem als Rutsche benutzen. Als Rutsche mit Loopings. Was immer ihr hier bestellen würdet, werdet ihr bereuen. Man sollte die Leute, die das Zeug herstellen, vielleicht verklagen. Die verletzen sicher ein Dutzend Umwelt- und Gesundheitsbestimmungen. Aber, man riecht das gut. Und es ist super billig. Das ist ein Angebot, das man kaum ablehnen kann. Nachdem wir also hier von außen sieht sind. Das Gebäude, ich erzähle euch noch kurz das Gebäude, ja? Ja, von außen sieht das Gebäude ziemlich neu aus. Es ist also wahrscheinlich innerhalb der letzten 5 Jahre abgerissen und neu gebaut worden, um den Hygieneansprüchen von McHughes, den Franchise-Nehmern, zu genügen. Ein großes Schild neben dem Eingang verkündet stolz: Bringen Sie Ihren Hunger mit, aber lassen Sie die Waffen zu Hause. Danke. Lou McHugh. Auf dem Schild prangt das lächelnde Clownsgesicht des McHugh-Maskottchens, das ihr vielleicht heute Nacht in euren Albträumen sehen werdet. Ja. Ihr seid vor dem Laden. Und Vic ist drin. Kennt ihr Gutter Oil? Dieser Abflussöl? Ja, ja, klar. Später die das rausfischen und wieder aufbereiten. Ich kram in meiner Tasche und versuche noch 35 Nuyen zusammenzukriegen, damit ich mir wenigstens was Getränke kaufen kann, wenn ich da drin sitze. Die sind auch halb Öl, oder? Das ist übrigens ein Bild von einem McHugh, oder wie wird es gesprochen? You. Einfach You. Ah, oh, echt ein McHugh. Ja, ja, das gibt's wirklich. Ich habe gerade geguckt. Oder es vielleicht auch einfach reingemacht. Also die Preise sind halt für den Basic Burger 2 Nuyen und dann geht's halt aufwärts zu den Deluxe Burger mit 7 Nuyen. Oh. Okay, wie viel kostet das Äquivalent einer Cola? Cola, da muss ich kurz, das ist hier unten, Soy Shake, Soy Cuff, 1 Nuyen. Ein Nuyen werde ich wohl zusammenkriegen. So gerade. Liegt auf dem Boden. Ich stöpsel mich aus und gehe dann da rein, bestell mir ein Getränk und setze mich in der Ecke und währenddessen gucke ich mir an, was da für Leute rumsitzen. Langsam. Okay, ihr seht, wie Itachi direkt in Richtung Tür geht. Wer kommt noch mit? Ich komme mit. Ich war draußen. Ich bin der Bodyguard. Waffen dürft ihr... okay, warte mal. Lies mir hier vor. Die Standards von McHughes sind in den letzten Jahren offensichtlich gesunken. Schon beim Eintreten wird klar, dass es sich hier um einen Franchise-Laden und keinen direkten vom Konzern geführten Laden handelt. Obwohl das Gebäude innerhalb der letzten Jahre abgerissen und neu gebaut wurde, ist der Dreck schon fest in den Bodenfliesen eingestampft. Und die Tische und Stühle sind schon völlig abgestoßen und verbeult. Das erzähle ich jetzt, seht ihr erstmal von draußen durch die großen Scheiben, denn bevor ihr reingeht, kommt noch Gaming. Außerdem sind die Sicherheitsstandards offenbar herabgestuft worden, denn in den Läden, die von McHughes direkt betrieben werden, sind gewöhnlich mindestens 5 Wachen anwesend. Wer auch immer diesen Laden führt, kann sich nur eine wirklich gelangweilte Wache leisten, die an der Tür steht. Das ist entweder extrem arrogant oder extrem dämlich. Vielleicht ist die andere Wache, wenn es überhaupt eine andere gibt, gerade auf der Toilette. Dann wären es halt 2. Aber da ist eine Wache vor der Tür und die mustert euch. Er streckt zu dem Arm aus, das ist so ein Typ in einer schusssicheren Weste, mit einem Maschinengewehr an der Seite hängen. Ja. Und was habt ihr an Waffen? Ich mache diese Weightlifter-Pose, ich will meine Bizeps zeigen. Das sind meine Waffen. Ich greife in meine Computertasche, ziehe Aris Pratt und klatsche sie in die Hände.
Okay, der macht so eine Box an der Seite auf, macht so einen kleinen Wimpel dran, gibt dir dann das Gegenstück von dem Wimpel und knallt die Box wieder zu. Und dann gehe ich rein. Jo, und der Doktor? Ich nehme einen Taser. Ein Taser? Ja. Zeige ich ihm, Ja. muss das auch abgegeben werden? Klar, her damit. Alles klar, guten Appetit. Ich sehe mich um, ob da irgendwo eine noch weggeräumte, fast gefressene Papier- oder Frittenbox ist. Und ich nehme das, sodass es so aussieht, als ob ich was gekauft habe. Ja, ihr seid an der Tür von McHughes. Das ist ein Laden, bei dem seht ihr rechts und links direkt so, wie es heute in McDonald's auch so gibt, diese Bildschirme, wo man bestellen kann. Ihr seht zur linken Hand eine große Küchentheke und wo halt ein riesen Frittiergerät ist und so ein Wasserbecken, in dem dehydriertes Zeug reingeworfen wird, wo es dann in Sekunden irgendwie aufplöppt. Ihr seht so ein Schneidegerät, wo dann die Pommes durchzischen, etc. Jede Menge Geräte, wo man vorsichtig sein muss. Aber der Koch, der da steht, der ist da schon ziemlich geübt mit. Dann habt ihr da so eine Haupttheke, auf dem das Essen hingelegt wird, sobald die Nummer auf dem Display erscheint. Ihr habt hinten halt zwei Türen von Toiletten anscheinend, männlich-weiblich Bildchen drauf. Und hinter dem Essenstheken-Zeugs, da sind nochmal zwei Türen, einmal hier bei der 2, einmal bei der 4. Ich editiere das Abenteuer mit die Tür 3 hat keine Tür. Ja, da sind eine Menge Leute, Familien etc. Und ihr seht auf der hinteren Wand eine riesen Tridio-Wand, da läuft irgendein großes Spiel, darüber halt auch wer seine Bestellung abholen kann. Ein Reinigungsroboter oder so seht ihr hier nicht. Ihr seht auch keine irgendwie gefährlichen Sachen. Ihr seht, wenn ihr euch in dem Laden umschaut, bevor ihr bestellt, hinten bei dem, wo ich draufklicke, hinten in der Ecke des Ladens den Vic sitzen. Da steht ein Tisch mit vier Stühlen dran, übrigens. Nur für Genau, die Hörer. das sind jede Menge Tische in dem Laden und hinten in der Ecke der Tisch, da sitzt euer Vic. Dann könnt ihr eigentlich bestellen, schauen, tun, was ihr wollt. Ich stöpsel die Tasche kurz und sage, ich überprüfe zuerst, ob jemand noch in dem Toiletten gibt. Dann suche ich nach einem weggeworfenen Kassenbon, weil dort der Zugangscode zu den Toiletten immer ist. Und ich gehe tatsächlich die Toiletten überprüfen. Weil, gute Nice. Idee, Nasser, du Gute hast Idee. gesagt, dass vielleicht ein Wache da irgendwo versteckt ist. Ja. Ja, ich bestelle mir halt so ein Nuyen irgendwas. Soy-Kaffee. 2 Nuyen. Zeugkauf 1 Nuyen. Soy-Kaff normal ein Nuyen. Ach so, steht nicht auf dem Gericht, deswegen. Diese Bestellung kommt innerhalb von wenigen Sekunden auf den Tisch. Bring. Ja, dann gehe ich dahin, hol mir den und setze mich in den anderen Tisch, also hier den Am Eingang näher. am Eingang näher, von dem ich den ganzen Raum auch im Blick haben kann. Ja, der Koch, ziemlich martialisch wirkender Typ mit einer riesen weißen Latzumhang, aber der ist halt total bekleckert und fett durchsäuert. Gibt er so also den Kaffee, der stellt er da hin, dann zieht er wieder sein Riesenmesser und dreht sich wieder zu so einem Gerät, wo er dann irgendwie unter dem Tisch so ein Batzen eingefrorener Burger da drauf knallt und plötzlich ziehen da so Blitze durch und die poppen auf. Und dann schmeißt er die auf so einen Grill, nur ganz kurz, nur damit die halt Grillstreifen bekommen. Und dann kommen die in den Burger rein. Kannst ja direkt mit Lasern machen, ey. Jo, ich trage meinen Kaffee langsam und bedacht zum Tisch und gucke mich in diesem Laden um. Ich suche nach Kameras, wer da rumsitzt. Ja, dann würfel drauf. Jo, dann erstmal Wahrnehmung für wer denn da so alles gerade rumsitzt. In der Zwischenzeit bestelle ich mir den fettigsten Burger. Den fettigsten Pommes.
Cook Fries. Von handgeschnittenem Maniokwurzeln mit unserer Geheimmethode frittiert in drei praktischen Größen. Zwei Erfolge. Nice. Zwei Erfolge. Ja, die fällt halt so ein Typ auf mit seiner Tochter, recht mies gelaunt. Dann fällt dir noch so einer auf, der recht verschwitzt da sitzt, irgendwie total nervös ist und würdest dich fragen, was hat der denn für ein Problem? Dann siehst du noch so einen jungen Ork da sitzen, der ein paar leere Soykaf-Becher vor sich hat und einen halb gefüllten und halt in der Luft vor sich so irgendwas AR abtippt. Würdest meinen, der sieht halt aus wie ein Student oder so und keine Ahnung, lernt in dem Restaurant gerade. Und Aita, die ja mit dem Code in die Toilette geht, piep, funktioniert, super Trick. Und die läuft einer Reinigungskraft fast in die Arme. Er hat so einen Reinigungswagen und möppt da so auf dem Boden rum. Die Toilette, das Gegenteil von dem Laden, blitzeblank, super sauber. Hier könnte man vom Boden essen. Die Reinigungskraft ist gut. Er schaut dich irritiert an und meint so, scusi, ich verlasse den. Sie können. Und dann geht er halt raus. Ich wasche mir die Achsel und das Gesicht. Ich nutze die Gelegenheit mit dem teuren Seife. Teuren im Vergleich von was ich normalerweise benutze. Ja, ich untersuche die einzelnen Kabinen, ob da jemand sich versteckt hat. Und wenn ich nichts Verdächtiges finde, dann verlasse ich die Toilette. Und ich würde dann probieren, mich in die männliche einzuschleichen, falls niemand gerade dazu guckt. Scusi. Ja, genau. Der Typ, der steht da halt so, wicht gerade vor der Toilette und meint, Verzeihung, wohin wollen Sie? Ich habe alle Kabinen, wie heißt man, wenn man eine Klo so voll macht, dass man das nicht mehr runter... Verstopft. Ja, ich habe jetzt alle Kabinen verstopft und ich muss dringend. Bitte, kann ich nur kurz rein? Oh nein, innerhalb von einer Minute meine Arbeit kaputt. Was soll das? Ah, er geht in die Toilette. Also, darf ich rein? Er geht in die Toilette zurück, ja. Also du hast jetzt die Gelegenheit. Ah, okay, dann springe ich schnell rein und mache auch eine schnelle Untersuchung. Okay, dann... Na, das ist zu viel. Mach mal Geschick minus eins. Einen einzigen Erfolg. Du hättest einfach sagen müssen, falsche Toilette. Ich Kerl. Na super, zwei Erfolge. Yay. Ja, bist du raus, bevor er auch raus ist von der anderen Tür. Da war nichts Aufregendes, auch recht sauber. Mhm. Es stellt sich natürlich die Frage, wieso sind die Toiletten so sauber, aber andere Sache. Okay, dann gehe ich zum Itachi und Doktor. Setze mich und ich sage, die Toiletten sind sauber. Metaphorisch und im realen Sinne. Wow! Ist das sauber? Ich habe gerade so den Burger in der Hand und bin gerade dabei Reis zu essen. Ja, gleich nicht mehr. Reiß es schön rein, das Fett zieht wahrscheinlich raus. Ey, pass auf! Mein Deck! Ja, ich benutze die Gelegenheit, klappe mein Deck auf, scanne das Gebäude nach Netzwerken, die ich nutzen kann, die ich kapern kann. Okay, dann tu dein Ding. Herbie, was machst du draußen? Ja, ich habe mich an die Seite gestellt und höre erstmal zu, was die da drinnen machen, weil ich jetzt, da ich weiß, dass es anscheinend keine andere Wache mehr gibt und nur die eine Wache gibt, würde ich mich um die Wache kümmern, sofern da jetzt irgendwas kommt. Das ist halt, also ich mache gerade ein bisschen auf aufpassen und gucken, ob noch irgendwie draußen einer zusätzlich kommt oder sowas, der halt eher auffällt. Happy, ich habe gehört, dass die jede 7 Minuten alte Flitten rauswerfen. Kannst du gucken, ob vielleicht in dem Mülleimer was zum Essen gibt? Also, so nötig habe ich es nicht. Aber ich habe es. Boah! Wow.
Ja, ich habe gerade gewürfelt, ob der Typ vor der Tür deine Aktion mitbekommt und ich habe gepatzt ohne einen einzigen Erfolg. Alter, das ist mal ein Hardcore-Patzer, eine 3 und 4 Einsen. Das ist sogar dieser typische kein Erfolg und du hast nur Patzer. Schön, dass du das als Meister machst, weißt du, und nicht als Spieler. Ja, hinter. Im Prinzip immer da, wo du stehst, guckt er gerade nicht hin und irgendwann mal denkst du dir, hä, ich teste das mal aus. Gehst auf die andere Seite und er dreht sich auch gerade wieder in die andere Richtung. Was? Gut, ich denke mir einfach bei mir, da brauche ich nicht viel Arbeit, um den loszuwerden. Ja, 4 Folge für Netzwerke kapern. Hat Markus Free Wifi für die Kunden? Super gut. Ja, du findest heraus, hier gibt es bei Tür 4 und Tür 9 Mac-Schlösser. Also du hast nichts gefunden, wie irgendwelche Maschinengewehre, die in den Wänden stecken oder sonst wie. Ansonsten das ganz normale Gedönst, ein paar Kameras, keine richtige Sicherheitsgeschichte. Ja, dann bereite ich vor, dass ich mit einem Knopfdruck die Kameras außer Kraft setzen kann. Also dass ich einfach die Aufzeichnung scramble und mach mich dann daran, das Mac-Schloss von Tür 9 remote öffnen zu können. Oder vielleicht konnte man eine so Loop von ein paar Sekunden, wo nichts passiert, in die Kameras geben, sodass niemand merkt, dass die Kameras aus sind. Damit gebe ich mich gar nicht ab. Ich möchte nur nicht, dass sie mich nicht erkennen. Wer hat von uns eigentlich den besten Social Skill? Im realen Leben, oder? In real ist was anderes als in-game. In real würde ich jetzt auch zu dem Typ an Tisch 7 gehen und würde mit dem ein Gespräch anfangen. In Game, mit meiner Logik 3 und meinem Charisma 2, lasse ich das besser. Same. Also, ich habe sowohl überreden als auch verhandeln auf 6. Oh, das ist gut. Also ich Sauber. habe Charisma 3 und ja und Wie Logik sieht's aus 3, mit unserem also Schamanen? Charisma 5. Was ist das rechts unten? Also steht Limits. Körperlich 5, geistig 5, sozusagen. Was heißt Limits? Limits sind, du hast ein bestimmtes Limit an Erfolgen, die du erreichen kannst. Zum Beispiel steht bei mir Limit körperliche 8. Das heißt, egal, auch wenn ich habe 10 Würfel auf Klingenwaffen, selbst wenn ich 10 Erfolge machen würde, würden nur 8 angerechnet Ja, werden. okay. Das, ja, ich habe auch sozial, also ein Limit von 7. Ja, das heißt, du kannst maximal 7 Erfolge machen mit so Social-Würfen. Ja, ich habe ein Social Max von 5, also es ist der Schamane sogar besser als ich. Okay, Ist die Frage, ob er auch Aktionsfertigkeiten hat. Ja, mit dem Hacking ist so eine Sache. Wenn du das versuchst, dann du siehst, dass da beim Host Eis ist. Also du würdest bemüht sein, ziemlich vorsichtig zu sein, etc. Könntest die ganze Sache jetzt aufblasen sozusagen. Nö, nö. Aber wenn du das jetzt durchziehen willst, klar. Ich will das durchziehen, aber ich mache da kein großes Ding. Ich check mich auch nicht ein. Ich mache das oldschool über die Tastatur. Dann Hacking wirst du haben, richtig? Genau. Was macht der Doktor? Was macht er da Essen. eigentlich an der, also unsere Zielperson? Der sitzt da immer nur, oder was? Genau, der beißt in so einem riesen Deluxe-Burger. Achtet darauf, seinen tollen Anzug nicht irgendwie zu bekleckern. Hat so einen Finger abgespreizt, so. Tupft dann so seinen Mund mit einer Serviette, legt ihn wieder auf dieses Krümelpapier. Nicht mit Messer und Gabel? Wow. Aber er sitzt da alleine, ne? Ja, genau. Sie wollen den Kunden keine Waffen zur Verfügung stellen, deswegen gibt es keine Messerabgabe. Das ist logisch. Man muss die Kaffee mit dem Finger mischen, wenn man Zucker rein. Tja, Leute, Ja, Rührstäbchen. was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns mal mit dem unterhalten, oder? Ja. Na, irgendeiner von euch wird doch bestimmt mal mit dem ein Wörtchen wechseln können. Wir müssen doch nur wissen, ob der für alles verantwortlich ist oder wo wir den Rest davon finden. Wir wollen doch nur die Tochter haben, Ja, verdammt. aber wie sollen wir die jetzt ansprechen? Ja, hallo, haben Sie die Tochter? Wenn du keine bessere Idee hast. Leute, Leute,
überlasst es mir, dem Gehirn. Ich habe eine Idee. Oh nein. Ich gehe an die Theke und ich nehme ein paar Päckchen von Ketchup. Ich gehe neben dem Tisch von dem Tipps, als ob ich mir gerade etwas holen möchte. Und ich lasse ein paar Päckchen Ketchup fallen und ich mache so, als ob ich rein zufällig auf diese Ketchup-Packets eingetreten habe. Und der Ketchup verursacht eine Explosion, die direkt über die schöne weiße Jacke von dem Typ geht. Und dann, das ist ein hochkomplexer Plan. Ja, ich habe die Akrobatik dafür. Ich habe Akrobatik 2,7. Ich glaub an mir. Ich glaube, ich kann es. Also sie ruiniert die Hose und die Schuhe von einem Gangster. Geil. Ja, und dann kann ich so vormachen, als ob, oh nein, Entschuldigung, hier, ich kann Ihnen helfen, das sauber zu machen und wir gehen in die Toilette und wenn die Türen zu sind. Das ist Nasser. Ah, da ist er wieder. Nee, das ist okay, also du willst jetzt in die Ecke vom Laden, wo keine Theke ist, wo sonst gar nichts ist, nur er. Und okay, klar, kannst du machen. Du gehst dahin. Aber erklärt sie uns das? Erklärst du uns das? Was ist lustiger? Nicht zu erklären. Definitiv ist nicht zu erklären. Nicht zu erklären. Okay. Mhm. Jetzt hätte ich mich schon mal in der Toilette versteckt. Sonst hätte ich davon abgeraten. Sag mal, ich hätte es anders geklärt, aber gut. Was macht ihr da? Ja, ich glaube, wenn ihr seht, was ich tue, dann könnt ihr wahrscheinlich raten, was mein Plan ist. Ich sehe, dass sie gar kein Shop nimmt. Okay. Ja, du gehst so in seine Richtung. Ja. Merkst du, dass er beim Essen so ein Augenbrauen in deine Richtung hebt? Du bist noch nicht da angekommen, ne? Mhm. Und dann legt er halt so den Burger ran weg und drückt so auf seinem Comlink etwas und schaut dich an. Entschuldigung, haben Sie nicht Ihr Ketchup-Packet vergessen? Kennen wir uns? Ja, ich bin hier neu eingestellt. Ich habe meinen Hut im... Sie sind hier neu eingestellt, das wüsste ich. Raus. Bitte unser Service mit 5 Sternchen in dem Macius-App werden. Und ich mache ich so, als ob ich mich umdrehen möchte. Und jetzt probiere ich den Manöver mit dem Ketchup ausführen. Also fallen lassen und auftreten. Sie zieht es voll durch. Okay, dann würfel mal deine... okay, was soll ich würfeln? Ich habe Akrobatik. Ist das okay? Akzeptiere ich. Mach mal einen Würfel weniger. Okay. Also minus ein Würfel, okay. Genau. Und? Nice. Zwei Erfolge. Okay, total unoffensichtlich lässt du die Tüten fallen. Bämst einmal kräftig drauf, so in einem Winkel, dass die quer über unter seinen Tisch spritzen. Ausreichend landet auf seinen Lederschuhen. Wahrscheinlich echtes Leder. Was zum Dreck soll das? Er steht auf, ruft so in Richtung Typen zur Küche. Ey, yo, Patsy! Dipsy! Kommt mal her! Du bleibst stehen. Entschuldigung, ich bringe gleich nasse Tischlein. Genau das tust du. Ja, und ich gehe in die Toilette, um diese nasse Tücher zum Hintern wischen. Toilettenpapier. Ja. Feuchttücher. Und wir gucken uns wahrscheinlich am Tisch Fragen an. Ja, ihr seht halt, wie der Koch irgendwie seinen Lappen auf den Tisch wirft, so, ah, oh, verdammt. Und die Reinigungskraft halt den Mob an die Seite stellt, so ein bisschen happy ist, dass er mal aufhören darf zu wischen. Ja, und dann einer rechts, einer links bei Aita. Und dann kriegt sie halt Utensilien. Und Vic, so Kinn hoch, Schuh nach vorne. Ne? Also, was wollt ihr machen? Ihr seht halt, wie Aita gerade aufgefordert wird, Schuhe zu putzen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nämlich gesagt, nehmen einen Peilsender, wenn wir sowas haben. Ja, aber ich habe seinen Schuh von mir. Ich konnte ihm eigentlich die Knöchel brechen, oder? Ach, was? Selbstverständlich.
Okay. Mein Finger schwebt über dem der Taste Feed killen. Wie hieß dieser Spruch? This escalate quickly? Ja. Ich muss jetzt selbst denken, wie man jetzt gut diese Sache ausnutzen kann. Also er ist jetzt, der Typ ist jetzt, seine Aufmerksamkeit ist weg, abgelenkt, ja. Der Koch hat die Theke verlassen und in der Theke gibt es heiße Öl, die man als Waffe benutzen kann und sicherlich auch Messer und verschiedene andere Dinge, ne? Definitiv. Die Reinigungskraft ist auch gekommen und ich nehme an, der einzige Wache. Was ist mit der Wache? Was tut der Wache? Die steht draußen noch. Herbie, der Muskelberg macht hier irgendwas Komisches. Ich glaube, wir brauchen gleich deine Hilfe. Ja. Sag Bescheid, dann nehme ich die Wache raus. Die guckt mich nicht an, mit dem Arsch nicht. Ja. Der Doktor und Itachi sehen wie aus Raum Nummer 2 hier, also hinter der Küche direkt, so ein Kopf aus der Tür rausguckt, ein älterer Typ, und sich die ganze Aktion anschaut und ruft: Dipsy, was soll das? An die Arbeit! Ich bezahle dich nicht fürs Rumstehen! Und er schaut nur rüber und meint: Vic hat mir gesagt, ich soll hier stehen. Okay, ich mache eine Aufnahme von dem Kopf, der da aus der Tür rauskommt und versuche herauszufinden, wer das ist. Also ich bin jetzt sehr nahe an dem Tipp. Sehe ich irgendwo Waffen? Kann ich dem heimlich so absuchen, ob der irgendwo Waffe an den Beinen angeheftet hat oder nicht? Also du kannst ihn bestimmt nicht heimlich abtasten, außer du erklärst mir, wie das funktionieren soll. Aber du kannst natürlich auf Aufmerksamkeit, so kann man gegebenenfalls erkennen. Also ich mache so, als ob ich so geklackertes auch von seinen Hosen und Kleidung wegmachen kann. Die ist nicht gekleckert, nur die Schuhe. Ja, kann ich ihn beklecken? Kann ich gar verteilst den Ketchup am besten noch. Also ich bin noch im Ketchup ja, oder vielleicht mit Wasser kann ich auf ihm noch ein bisschen okay schütteln. Okay, kein Problem. Also du willst wirklich vor ihm knien und an seinem Schuh rummachen? Ja. Okay. Und dann in dem Moment, als du mit dem Lappen, mit dem Ketchup-Lappen an seine weiße Hose gehst, wirft er mit seiner rechten Hand sein Jackett zur Seite und zieht eine Knarre raus und hält sie dir an den Kopf. Was soll der Scheiß? Ich wollte ihre Schuhe putzen. Jetzt bin ich natürlich noch mehr motiviert. Herbie? Willst du Inni würfeln oder so? Herbie! Okay, ich soll Inni würfeln, ja? Nee, du kannst, wenn du willst, jetzt in einen Kampf gehen. Die anderen meinetwegen auch, wie ihr wollt. Also ihr guckt nur zu, während Aita gerade mächtig am Schwitzen ist. Ich würde jetzt nur ins Mikro sagen, Zugriff. Und dann, also ich mache meinen Reflexbooster an und würde mich jetzt um den Typen draußen kümmern. Ja, ich kill den Kamera, den Kamerafeed und shorte alle Elektronik aus, die ich in die Finger kriege. Dass da so viel Spektakel in dem Laden abgeht wie nur möglich. Alles klar, würfel deine Hacking-Würfe. Yep. Herbie. Ah ja. Ja, ich würde mit Klingenwaffen, da er mich ja nicht wirklich anscheinend die ganze Zeit nicht beguckt. würfel mal Inni, aber die erste Aktion hast du. Achso, Inni war dann jetzt. Mehr Einsen als Erfolge. Ja, das ist Shadowrun 5. Du mehr, also Hälfte Einsen. Nein, ganz knapp nicht. Ich hab 11, nicht 10 Würfel. Also es ist ganz knapp unter Hälfte. Kann ich hier jetzt plus 10 einfach eingeben? Geht das? Nee, es geht nicht. Okay. Entschuldigung, ich mach's neu. Rolling 3D6. So. So, das und dann plus 10. Dann habe ich 16... 19 insgesamt. Ach, da unten steht ja eine 9, ich Idiot. Nasser, ich habe Initiativewert 7 und 8 in Klammer plus 2 W6. Also ich würfel 2 W6 und ich füge dazu 7 oder 8. 8. Genau. Okay. Der 8 ist, die 8 ist der modifizierte Wert. Okay.
Jo, der zweite Wurf ist für das alles durchbrennen lassen, also den Laden zum Spektakel veranstalten. Ja, der Wurf ist hart. Der Wurf ist richtig hart. Und Herbie macht draußen. Ich mache einen Klingenangriff. Okay, Ich dann. nehme mein, ich habe ein kein Katana, ich habe ein Schwert, steht hier. Ja, Klingenwaffen und wenn er, naja, ich versuche halt, ihn von hinten abzustechen. 6. Ja, 4 Erfolge. Dann, Einer eins. welchen Schaden hat deine Waffe? 10 körperlich. 10, Minus 14. 2 Rüstung, also DS2 und ja, RW ist anscheinend ja nur, wenn ich abwehre damit. Zustandsmonitor. Ah ja, da ist er. 10, 11, alles klar. Gehst auf seinen Körper los, also Torso los, durch die schusssichere Weste von hinten, die ballistische, ziehst einmal hier so an der Seite, so dass die vorne so die Weste nochmal rausplöppt, so, aber nicht richtig durchsticht, aber der Körper ist einmal durchgestochen. Er schreit schmerzerfüllt auf, greift so mit einer Hand irritiert noch an seine Waffe, aber die zweite Aktion ist auch von dir. Ja, dann Kopf zurückziehen und knacken. Weil ich Dann. habe ihn ja von hinten dann Hand um den Kopf und zurückbrechen. Ich habe ja einen Cyberarm, dann. Hier, waffenlose Angriff würfeln bitte. Ach da, ich musste ihn gerade suchen, Entschuldigung. 6. So. 1, 2, 3 Erfolge und 2 Einsen. Der Schaden vom waffenlosen Angriff. Steht da jetzt gerade nicht dabei. Ja, Stärke. Okay, Stärke 6. 6G. Er versucht ihm gerade das Genick zu Außer du machst brechen. das mit einer Kampfkunst. Ich habe keine, das ist keine Kampfkunst, glaube ich, drin. Warte mal kurz. Wie gesagt, ich mache das mit dem Cyberarm. Und. Das wäre nämlich jetzt G, ne? Fäustenschaden zu machen. Ja, wenn du schlägst, aber nicht, wenn du Ja, das Genick brichst. Genickbrechen. Es ist halt regeltechnisch ein und dasselbe. Ja, klar. Ich will ja ne, mit den Kopf zurückziehen. Das Schwert habe ich ja schon drinne. Und dann dabei halt drehen den Kopf. Das war ja Alles die klar. Sache. Also entweder breche ich ihm dabei das Genick oder nicht. Nee, Ja. tust du nicht. Aber das tut extrem weh. Und entsprechend ziehst du ihn nochmal zurück. Mit der Waffe zieht er sie halb so über seine Schulter zurück in deine Richtung und schießt. Das würde ohne Durchschlag. 8K. Okay, Was ich hast habe du eine für 13er Rüstung. eine 13er Rüstung? Ja. Das heißt, automatisch wird's G. Ja. Und Und dann würfel ich jetzt Konsti und Rüstung, ne? genau, du würfelst Konsti und Rüstung, um die Differenz runterzukriegen. Das heißt, Panzerung plus Konsti zusammengerechnet. Darauf hätte ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erfolge. Wie ist dein körperliches Limit? Körperliches 8. Nice. Ja, dann hast du auf einen geistigen Schaden runtergewürfelt. Wow. Die Okay. Kugel trifft dich sozusagen an der Schulter, irgendwie plänkt einmal weg, aber Blauer Fleck. ist jetzt keine Sache. Gut, diese Situation, diese Hektik draußen hat dazu geführt, dass bei Aita die drei Personen um sie herum erschrocken aus dem Laden rausgucken. Eine Schrecksekunde, die sie wahrscheinlich nutzen möchte. Jetzt ist ein bisschen schade, dass keiner von uns Granaten hat, weil alle drei NPCs waren in einem Ort, ne? Und ich, aber ja, konnte mich opfern. Ja, aber ich Ich kann mir gerade nicht Selbstzerstörung. vorstellen, dass die Putzkraft dich angreift, aber okay. Der Koch vielleicht, aber das Ding, was gerade wichtig ist, ist die Knarre an deinem Kopf. Ja. Also, Die ist gerade nicht mehr an ihrem Kopf, also für einen kurzen Moment so. Aber kannst davon ausgehen, dass sie im nächsten Augenblick wiederkommt. abgeschossen wird. Wäre es mir möglich, die Waffe aus seinem Hand entweder rausschlagen oder wegnehmen? Oder sein Arm irgendwo nach sehr stark in eine andere Richtung schlagen?
sodass es nicht mehr in meine Richtung zielt. Natürlich. Hast du irgendeine Kampfkunst oder so, die dir dabei hilft? Eigentlich, also ich habe gesteigerte Reflexe, Reaktion plus 1. Ich weiß nicht, ob das hier hilfreich wäre. Ich habe kritischer Schlag, erhöht den Schaden bei unbewaffneten Angriffen und mystische Panzer, Panzerungswert plus 3, falls der doch schießt. Und Todeskralle. Das unbewaffnete Angriffe verursachen körperlichen statt geistigen Schaden. Konnte ich probieren, seine. Also er hat die Waffe in seinem rechten Hand, oder? Mhm. Ja, genau. Mit der Todeskralle kannst du ihn waffenlos angreifen und dann nicht geistig, sondern direkt körperlich. Ich wollte gerade sagen, du hast eine ziemlich böse Fähigkeit sogar als Adept. Konnte ich probieren, sein rechtes Handgelenk zu brechen? Genau, du kannst es packen. Du kannst doch einfach versuchen, durchzuschlagen mit Todeskralle. Das geht durchaus. Also, wenn es dein Stil wäre, wenn ich jetzt mal kurz für dich denken würde, ich würde mit deiner rechten Hand einmal schön in die Eier und hochdrücken. Das wäre jetzt wahrscheinlich so deine Richtung, wie du am besten ihm wehtust, weil dann schießt er auch nicht mehr. Dann hat er andere Sorgen. Gute Idee, aber ich möchte das für später behalten, falls wir ihm zu etwas überreden sollen. Ja, als gute Motivation konnte das. Also zuerst würde ich glaube, anfangen mit dem Hand, weil ich möchte ihm außer Gefecht setzen, weil die anderen sind ja unbewaffnet. Das klingt für eine gute Idee. Waffenloser Kampf. Körperkraft und waffenlose Attribute. Ja, 9. Das ist nett. Du machst 9 körperlichen Schaden. Also, nicht 9 körperlichen, sondern stärkemäßig. Oh. Ich habe 3-1. Das ist fast wie dein Amnesie-Charakter. Die 3-1 machen nichts. Wir spielen. Aber es sind 5 Erfolge. Aber es sind 5 Erfolge. Das ist ein verdammt guter Wurf. Also es sind 4. Nee, doch, das sind 5 Erfolge. Tatsache. Krass. 5 Erfolge. Das ist ein extrem guter Wurf. Die Einsen sind, nochmal, um das zu sagen, die Einsen sind wichtig, wenn über die Hälfte der Würfel Einsen zeigen. Das ist wichtig. Da du jetzt aber so viele, du hast ja 9 Würfel, das heißt, es müssten mindestens 4 Würfel eine 1 zeigen, damit es ein Patzer wird. Zusätzlich zum Erfolg. Du kannst trotzdem einen Erfolg haben. Das ist eigentlich ähnlich wie bei Star Trek, wo du auch, du kannst einen Erfolg würfeln, aber wenn du eine 20 würfelst, passiert doch irgendwas. So kann man sich das vorstellen. Und wenn man keine Erfolge hat und nur Einsen würfelt, dann hat man ein Problem. Das ist nämlich dann ein kritischer Patzer. Kommt natürlich sehr, sehr selten vor. Also dieses kritische Patzer gibt es in Shadowrun 5 nicht so oft wie in 3. Die Nacht ist noch jung. Es kann noch passieren. Also Nasser hat es schon vorgemacht als GM. 4 Einsen, einer und ein Nicht-Erfolg. Ja, das wäre ein kritischer Patzer. So, dann wie viele Schadenspunkte hast du jetzt? Also körperlich? Wie stark bist diese du? Erfolge? Genau. Genau. Wie viel Stärke hast du? Ich habe Stärke 4. Oh, okay. Aber ich habe diesen kritischen Schlag, also Schaden plus 4 bei unbewaffneten Angriffen. Und ach so, das gibt dir... Wow. Okay. 8. 4 Erfolge plus 4 da. Hm? Plus nochmal 4 wegen dem kritischen, also hat sie 8 plus 4. Ja. Krass. 8 plus 4, 12. Er hat eine Panzerung von 8. Au. Eine Differenz von 6. Das ist trotzdem extrem hart. Okay, ja, was genau hattest du vor, seinen Arm zu brechen? Handgelenk reicht. Ich hätte eigentlich ausweichen können oder so, aber der war abgelenkt, wie gesagt. Das lasse ich mal weg. Ja, also, du packst seine Hand, an der die Knarre ist. Mit deiner Kraft und mit einem bestimmten Winkel, um den du den dann drehst, hast du dafür gesorgt, dass in deiner Hand ein befriedigendes Knacken zu spüren ist, kaum zu hören. Was aber zu hören ist, ist ein Riesenaufschrei im Laden der anderen Gäste, die durch die Aktion draußen von Herbie schockiert zum Hinterausgang laufen. Die Waffe plöppt neben dir zu Boden. Was machen Doktor und Itachi? Also ich hatte mich eben schon mal vorbereitet auf Initiativewurf. Deswegen hatte ich meine Reflexe gesteigert. Ich habe einen Wurf gemacht. Mhm. Also ich würde, also wenn es jetzt zum Kampf kommt, soll man jetzt schon. Was möchtest du denn machen, Michael, erstmal? Also ich würde jetzt gleich erstmal so einen Blitz wahrscheinlich werfen. Ich wollte erstmal. Ja, ich wollte eigentlich nochmal warten, ob vielleicht aus der 2 noch, aus der Tür noch Leute kommen.
Die Gäste laufen gerade zur Tür 8, richtig? 9. Zur Tür 9, also Hinterausgang, okay. nicht da, wo du bist. Okay. Also das sind Augenzeugen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir sind Wanda. Nee, aber eigentlich, der Typ hat zuerst die Knarre gezogen, oder? Also eigentlich sind wir nicht schuld, oder? Ja. Nein, seid ihr nicht. Verteidigung ist so. Ja. Außerdem sind wir Runner. Wir sind nicht in der Oberschicht. Also naja. Die Leute sammeln sich an dem Notausgang, der sich nicht öffnen lässt. Die leeren Frittierbecken brutzeln vor sich hin. Draußen fällt einer blutspritzend an die Fensterscheibe zu Boden. Ihr hört in der Ecke des Ladens Vic kreischen und hinter Aita ziehen die beiden jeweils auch Pistolen. Tatsächlich sind die bewaffnet. Ein Kind schreit, yay! Yeah. Dann würde ich da meinen Blitz auf dem Feuer legen. Also, sich direkt oder so eine erste Initiative alle dürfen. Nee, erstmal keine Initiative. Achso, okay. Neun Würfel, ne? Lese ich hier richtig, ne? Spruchzauberei, 4 in Klammern 9, das heißt 9. Ja, die in Klammern ist der finale Wert, wenn alles zusammengezogen ist. Ja, aber du sagst vorher die Stärke, also die Stufe von deinem Zauber an. 3, 2. Keine Ahnung, das steht da jetzt von. Die Kraftstufe ist im Prinzip am Ende entscheidet die über die Höhe des Schadens. Ja. Also und über die Schwierigkeit des Gegenwurfs. Also steht Schaden, Doppelpunkt, in Klammern Nettoerfolge und dann K. Warte, ich gucke mal. Ist das? Genau, Nettoerfolge, je höher die Stufe, desto mehr potenzielle Nettoerfolge. Und K ist halt körperlich. Der Schaden von einem Mana-Blitz wirkt körperlich, nicht geistig. Oh, der hat gar keine Stufen, Nasser. Also ich sehe jetzt auch hier keine Stufen. Ich gucke gerade rein. Ja, also da steht... Den sagt er an. Den legt er selber fest. Der kann sagen, Stufe unendlich. Also, hä? Also unendlich, okay. Also, nein. Also 4 ist schon heftig. 6, du musst beachten, bei Stufe 6 wird zum Beispiel, wird dann der Entzug, also in Shadowrun ist es ja so, dass man nicht kostenlos zaubern kann. Danach gibt es halt ein Flashback, so einen harten Gehirnhammer. Rückkopplung. So eine Rückkopplung sozusagen. Und je höher die Stufe, die du anfänglich gewählt hast, desto härter hast du halt den Kassenbon später. Hat das jetzt sowas mit den Würfeln zu tun? Du machst dann die Probe auf den Zauber und die Stufe, die du gewählt hast, ist auch das Limit vom... Von den Erfolgen, die du haben kannst. Genau, von den Erfolgen, die du haben kannst. Okay, das ist gut zu wissen. Also du hast Spruchzauberei 9, das heißt, du kannst gut reinballern. Es könnte bis zu 9 gehen, könnte auch weniger sagen, ich brauche nur 4 Erfolge oder sowas. Die Stufe, die du aber ansagst, da musst du aufpassen, wenn du die zu hoch setzt, das ist dein Entzug. Ja, klar, genau. Ja, also genau. Ich könnte jetzt sagen, ich brauche eigentlich nur 4 Erfolge, so mehr brauche ich jetzt nicht. Zum Beispiel. Außerdem kannst du auch ganz einfach ausrechnen, du hast 9 Würfel, wie viel davon fallen auf 5 und 6, statistisch. Ich würde 4 sagen. Genau. Gut, dann sage ich 4, dann wird es 5. Okay. Ein Erfolg, 3 Eins, 4 Einsen. 4 Einsen, eine 6. Ne, du schießt deinen Mana-Blitz auf die beiden, die hinter Aita stehen. Die zucken schmerzerfüllt zusammen und wenden sich von ihr ab, sodass Aita nur noch das Problem von Vic hat. Die Leute sammeln sich an einem Hinterausgang, der sich nicht öffnen will, und einige laufen nun zum Haupteingang, wo Herbie steht. Herbie hat den Typen unter Kontrolle. Was möchtest du machen? Finish him? Oder du siehst, wie einige Leute in deine Richtung laufen. Also von im drinnen. Laden. Von drin, genau. Okay, ich ziehe in die Tür rein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es eine Tür ist, die in beide Richtungen hin und her geht. Ja, es ist eine automatische Tür. Okay, wunderbar. Ich ziehe den rein, halte die Pistole, zieh die Pistole, lass das Schwert los und schieße ihn von hinten in den Kopf, aufgesetzt. Und sag dann zu den Gästen, hinsetzen! Mit einschüchtern. Jetzt hätte ich gern so eine Pulp Fiction 70er-Jahre-Mucke. Kannst du sie einbinden? Bleibt jetzt alle cool.
du. Ja, genau. Ja, also das sind meine, das ist die Aktion, die ich machen möchte. Okay. Brutal. Ich versuche aber, wenn ich den aufsetzenden Schuss mache, so dass das Blut nicht in die Richtung der Gäste spritzt, sondern von mir aus nach links. Das kriegst du nicht geschenkt. Nein, okay, nein, nein. Das spritzt jetzt so, wie es spritzt. Achso, okay. Ja. Hier muss eh sauber gemacht werden, ist doch egal. Hier nach uns muss sauber gemacht werden, das ist richtig. Das musst du schon vorher, das macht es jetzt gerade eigentlich nur besser. Gut. Und dann seht ihr auch, wie das Licht im Laden flackert und dann ausgeht. Was macht Itachi? Jo, ich schnapp mir mein Deck, setz mich unter den Tisch. Mhm. Warte, er bietet kaum Deckung. Das ist so ein Plastikteil verbeult, verknickt, was so an einer halben Schraube gerade noch montiert ist, sodass es nicht komplett wegrollt. So mit altem Kaugummi wegkriegt. Genau, unter dem Tisch hast du jede Menge Kaugummi. Es ist mehr Kaugummi aus Tisch. Dann krieche ich auf den Boden mit meinem Deck vor mir her, schiebe Richtung Ausgang zu meiner Aris-Pad und hoffe, dass die Schießerei Schießerei erstmal sich um die Leute kümmert, die gefährlicher sind als ich. Okay, während alle Leute das Kommando kriegen, sich wieder hinzusetzen, rutscht da jemand am Boden entlang und gehorcht nicht. Ja. Dann bitte alle Inni würfeln. Inni, okay. Zählt mein Wurf von eben noch mit dem Reflexesteine? Das ist schon länger her, da war ich nicht mehr. Wir wissen, ob das geht. Es geht sogar. Ist eben plus 8. Also wenn man das Plus mit der Initiative direkt dranhängt, geht es. Ja, das war richtig. Aber 15. 12. 21. Okay, nice. Aita hatte 8. 6. Mhm. Plus 8. Und der Doktor? 7 plus 8, 15. 15. Okay, Herbie 21. Was machst du? Du siehst, wie zwei der Typen hinten in der Ecke eine Pistole in eure Richtung halten. Hinter den beiden ist halt Aita auf dem Knien, aber in ihrer Faust ist ein gebrochener Arm von Vic, der da vor ihr gerade zusammenkauert. Und irgendwo auf dem Boden ist der Pistole von Vic. Genau. Ja, ich habe ja gerade den Typen bei mir einen Kopfschuss verpasst. Die Pistole, die ich noch in der Hand habe, ziele ich jetzt auf die beiden in die andere Richtung. Schieße nicht direkt, sondern versuche sie einzuschüchtern und sag, nehmt besser die Waffen runter, sonst endet ihr wie er. Dann würfel mal einschüchtern. Dafür brauche ich aber 4 Erfolge. Aua, kann ich irgendwie einen Pool reinmachen? Kampfpool? Klar, Kampfpool. Wo habe ich den? Ist die Frage gerade. Ja, an die Hörer, wir spielen hier mit den Charakteren aus dem Schnellstarter und die sind rudimentär. Ja, das ist kein Kampfpool irgendwie. Nee, Kampfpool steht nirgendwo dabei. Gibt es einen Standard? Ich rolle jetzt erstmal meinen normalen Wurf. So, das wäre der normale Wurf, der wäre schon mal total scheiße. Der ist nix. Na gut, wenn er E4 Erfolge will, dann funktioniert das nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel Kampfpool ich habe. Ich müsste es jetzt auch nachgucken. Aber kein Problem. Quatschen ist eine freie Handlung. Was willst du in deiner Inni-Phase tun? Dann. Du merkst, dass du gerade richtig schwach rüberkommst. Ja, genau. Ja, dann. Du hast deren Brudi getötet. Die beiden haben eine Pistole in der Hand, richtig? Mhm. Dann schieße ich auf den Koch, auf die Hand. Ich schieße auf den Koch. Einfach drauf, ja. Dann Würfel. Ja. Sind dann 3 Erfolge, 2 Einsen. Jo, 3 Erfolge auf deinen Waffen. Was hat die Waffe? Die Waffe macht 7K. 1 DS, also minus 1 DS. Minus 1 DS. Okay, dann haben wir 11K. Mit Rüstung und so weiter. Der Koch hat Rüstung. der Koch hat Klamotten. Jede Kleidung hat Rüstung, ohne Witz. Auch ein Hemd hat Rüstung. Wow. Sein so der Küchen. Wie der Kittel? Der hat vielleicht der eine hat, Rüstung, aber er hat Rüstung. Der Kittel hat so viel getrocknetes
gehaltetes Fett drauf. Fett drin und auch irgendwelche Messerlöffel. Ballistischer Schutz. Ja, ja. Der funktioniert als Kuschengel für die Kugel. Die Kugel ist abgerutscht. Nee, er ist schmerzerfüllt, aber ist noch nicht weg vom Fenster. Nö, gut. Ich habe ja verpatzt mit meinem Einschüchtern, der Reihe, passt das schon. Dann bist jetzt du Doktor mit 15. Dann schieße ich einfach nochmal. Dann ist es mal 5. Einmal 2 Eisen. 2 6 und 2 Eisen. Und dann würde ich auf den schießen, der jetzt. Also nicht auf den Koch, sondern auf den. Auf die Putzkraft, ja. In der zweiten Waffe, ne? Putzkraft, ja. Ich bin gerade so froh, dass ich schon prone auf dem Boden liege. Der schafft es auch nicht auszuweichen. Und kassiert den Schuss. Dann ist Itachi. Ja. Krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Okay. Dann ist einer von... Kannst du unsere Waffen holen, die wir abgegeben haben? Denen. Kein Erfolg beim Schuss. An Herbies Kopf pfeift ein Schuss durch die Scheibe und der andere ein Erfolg. Dann dein Rüstungswert, Micha? Panzerung 9. Dann würfelst du mal bitte mit 8 Würfeln und einen einzigen Erfolg brauchst du. Jo, eine 6, eine 5, ja, 2 5. Jo. Eine Kugel fängt sich in deinem Outfit. Welche Art? Das ist ein Kamelanzug. Ja, den hast du drüber wahrscheinlich. Aber was ist deine Rüstung so? Ach so, nicht viel, so ein paar Platten drüber. Okay, du spürst halt, wie gerade etwas abstreift und dir quasi nicht mal einen blauen Fleck verpasst. Damit ist dann Aita dran. Ich möchte einen coolen Martial Arts Move machen. Ich bin jetzt auf dem Boden. Ich möchte, also der Koch steht noch oder der die Putzkraft steht noch? Beide. Okay, ich möchte gegen die Knie von dem Koch treten mit meiner ganzen Wade, so, dass er die Gleichgewicht, okay. Ja, Gleichgewicht verliert und auf den Boden fällt. Kann ich das machen? Klar. Super, dann soll ich Waffenlose Kampf würfeln, ja? Zwei Erfolge. Ah, super. 2 plus 4 plus 4 sind 10k. Der geht keine Kniescheibe fliegen. Der geht wirklich fliegen. Du siehst halt, wie sein Bein an der Stelle vom Knie irgendwie übel gewinkelt ist. Das ist vor dir Vic, mit der anderen Hand versucht er nach der Knarre zu greifen. Oh nein. Hat dabei keinen Erfolg. Und damit sind wir dann bei 10 weniger, bei 11. Sascha. Jo. Freie Handlung. Sehe ich, dass die Jungs ich möchte, in deiner Phase kannst du Freihandlung gerne machen. Das ist ja nur, nur eine Information, die ich weitergeben will. Herbie, da hinter der Tür ist noch einer. Da links in der 2 meinst du, ne? Ja. Ja, genau. Ja gut, ihr habt ja die beiden da jetzt, sagen mal, im Griff. Dann würde ich jetzt die Pistole wegstecken und das Gewehr ziehen. Also ich habe ein Sturmgewehr. Und auf die Kabine zielen. Wenn der Typ da gerade rausguckt, guckt er gerade raus, oder? Nein. Okay, dann ist das gerade gar nicht so wichtig. Dann würde ich das Gewehr ziehen und jetzt nochmal versuchen, dass die Jungs die Waffen nieder fallen lassen. Auch wenn es gerade schon eskaliert eigentlich komplett, aber egal. Also du würdest die wieder anbrüllen wollen? Ja, genau. Tu es. Einer liegt schon auf dem Boden, der andere krabbelt da an Aita vorbei, der andere steht aber noch. Genau, dass er auch die Waffe runternehmen soll. 5, 6. Ach! Man sollte auch im Fenster sein. 5. Brauche ich nur 2 Erfolge.
Ich habe keinen Pool, weiß ich nicht. Dann nimm noch mal hier Kampfpool, hier 4 Würfel oder so rein. Dann sind es 3 Erfolge. Viel besser, 3 Erfolge. Naja, ja, der schaut sich um. Immer auf der gleiche Schwierigkeitsgrad, nachdem da schon der nächste Kollege gefällt worden ist. Ja, ne? Wirft dann seine Pistole zu Boden und ruft einfach nur, ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Dann, als die anderen das sehen, schieben die auch die Pistole weg, die noch leben, und heben die Hände. Was ist das für ein Customer Service? Einige Leute versuchen, den Laden trotz Kommando von Herbie zu verlassen. Ich würde nochmal etwas ernster sagen. Bitte kurz sitzen bleiben. Sie können gleich gehen. Kein Problem. Ihnen passiert nichts. Soll ich das nochmal würfeln? Ja, jetzt habt ihr einen Laden voller bibbernder Kunden und 3 verletzten Mafiosi, einen Toten und einem, der in einem Büro noch nicht zu sehen ist. Ja, Kampf damit beendet, nehme ich an. Vorerst, ja. Ja, dann stehe ich auf, hole mir meine Aris Pratt und laufe zum Büro. Okay. Ja, ihr seht, wie ihr die Situation im Laden unter Kontrolle habt. Itachi hat seinen Mut zusammengefunden und läuft zum Büro hinter der Küche, öffnet die Tür. Vorsichtig. Und sieht, vorsichtig im Sinne von? Ich stelle mich nicht in der Tür, sondern stelle mich neben den Rahmen und drücke die Tür nur auf, sodass, wenn er jetzt da rausschießt, er in eine leere Tür schießt und nicht auf mich. Okay. Ich würde mir auch noch eine Pistole schnappen und ihn wenigstens versuchen zu decken. Gut, dann habt ihr irgendwie Taktik kleiner Gruppen? Nein. Oder irgendwie sowas? Ich glaube, also die zwei. Also ich habe Taktik kleiner Einheiten und Bro. Ja, gut. Wäre das hilfreich? Das wäre sehr hilfreich. Während Herbie mit seiner Riesenwumme die anderen in Schach hält, vereint ihr euch dann, würfelst du dann auf den Wert? Ich habe das als 2, das ist ein bisschen so Sprachwertigkeit, also das ist 2 plus... Logik? Logik. Ja, besser als nix. Wow, 2 Erfolge. Ja, das ist ein guter Wurf. Ja, unter dem Kommando von Aita, die plötzlich ungeahnte Fähigkeiten zeigt hier, von denen ihr meint, krass, wenn wir das so machen, müssen wir es auch hinkriegen. Öffnet ihr die Tür, es kommt kurz ein Schuss raus, aber sie stürmt dann in so einem Winkel geschützt von euch rein und ihr hört noch kurz von drin, ich ergebe mich. Und ihr seht dann, wie ihr einfach nur vor einem Typen steht, der hinter so einem Bürotisch sitzt, die Knarre von sich wegstößt und vor sich einfach nur 3 Professionelle sieht, die anscheinend echt keinen Spaß machen. Draußen hat er auch die Schüsse gehört, er kann sich denken, was passiert ist. Und er schaut euch jetzt erschrocken an, so ein Typ, ein älterer Typ in einem guten Anzug, aber halt so nicht weiß in weiß, sondern halt ganz normaler Abendanzug. Zuerst, wenn wir den Raum eingehen, dann machen wir die Charlie's Angels Pose, ne? So, ja. 3 mit den Pistolen. Also 2 machen es und ich so, what the fuck? Ja, wir sind schöner Profis. Versuch. Schöner Versuch. Dann würde ich dem Micha und Happy ein Zeichen geben, dass die mir decken sollen und ich durchsuche den dem Typ in dem Anzug nach Waffen. Er hat keine weiteren. Er hat nichts, okay. Genau, du durchsuchst ihn und findest keine weitere Waffen. Okay. Hat er beim Durchsuchen schmeißt sie da Crabsticks oder irgendwas aus den Taschen raus? Wahrscheinlich steckt sie sich selber die in die Tasche. Ja. Ein bisschen Kohle dazu verdienen. Aber während sie das tut, sagt er so, seid ihr deswegen hier? Nein. Habt ihr... Sind wir nicht. Ihr habt einfach nur dem Falschen ans Bein gepisst. Wer? Das werden wir dir doch nicht sagen. Wo schafft ihr euer ganze Pressmoney und eure Erpressungsmittel hin? Ihr habt nämlich was Falsches mitgenommen. Sind es die Halloweener? Wer? Was geht dich das an? Möchtest du Bleiderfresse oder Antworten geben?
Es hat doch wohl einen Grund, dass sie hier so ein ja, gib mir eine Familie auseinandernehmen. Gib mir eine Antwort, gib mir eine Antwort. Vielleicht kannst, hast du da noch genug Luft und Lunge hinterher, um deinen Job weiterzumachen. Ach komm, schaff den raus zu seinem weißen Bruder und brech ihm auch noch einen Arm. Er schaut zum Doktor, fragt sich, warum der die ganze Zeit so still ist. Ist er der Boss? Nickt so zu dir rüber. Hast du hier das Sagen? Ich guck so nach rechts und links. Ja, ja. Das ist gut. Ich bin hier der Chef. Und jetzt antworte meinem Untertan da. Ich gehe an den Computer und gucke, ob ich irgendwelche Kommunikation, irgendwelche Hinweise über die schmutzigen Geschäfte von dem Verein finde. Ja, das ist eine Sache für sich erstmal. Aita, was macht die? Ich knacke mir so die Fingergelenke so auf eine bedrohliche Art, wie man macht, bevor man jemanden schlägt. Gut, Herbie sieht, wie die anderen beiden irgendwie, oder anderen drei, langsam Mut gewinnen. Das dauert alles zu lange dort im Nebenraum. Ja. Die könnten jederzeit wieder das Feuer entfachen, wenn sie nur an ihre Waffen kämen. Ach so. Ja, gut. Ich würde jetzt nur sagen, Aita, sammeln mal bitte die Waffen ein, damit die, ne, und schieb die mal zur Seite. Wir müssen das jetzt mal hier ein bisschen in Fahrt bringen. Sag mal dem Boss, was wir haben wollen und fertig. Der tritt mal hier aus dem Raum, während ich seinen Kram durchsuche, dann könnte er den ausquetschen. Ich mache also eine letzte bedrohliche Geste von Kehle schneiden an den Typ und ich verlasse das Zimmer und gehe die Waffen anzusammeln. Ja, aber ihr wisst noch, warum ihr hier seid. Ja. Ist das Mädchen hier zu sehen in dem Raum? Nein, ist sie nicht. Deswegen sage ich ja, frag den jetzt, wo sie ist. Ich habe dir doch schon gefragt, wo sie ihr Pressmoney und ihr Pressungsmaterial, also Geiseln und so Kram haben. Der hat nicht geantwortet. Weil das keine verständliche Frage war. Ich habe es nicht verstanden. Okay, dann nochmal. Ich habe ihm gefragt, wo sie ihren Kram deponieren, mit dem sie andere Leute bedrohen. Also Geiseln, Pressungsmaterial, Videos, whatsoever. Das ist ein Gangster, ich bin ein Runner. Der hat das garantiert verstanden. Wir haben gehört, ihr habt Geiseln. Wo sind die Geiseln? Und dann geht bei ihm so ein Licht auf so. Ah, ihr meint das Mädchen von diesem Hokuspokus-Typen. Ah, die macht bei uns Ihr hättet einfach nur fragen können. Nett klopfen. Ach. Ein paar Nuyen rüberschieben. Ach so. Vielleicht hätte ich. Ich hatte heute meinen guten Tag. Ihr hättet uns einfach geantwortet, klar. Vor allen Dingen. Nebenraum. Vor allen Dingen, mal ernsthaft, glaubst du wirklich, dass Profis kommen würden, wenn wir Geld hätten? Wo er recht hat. Er zeigt so mit beiden Fingern, also beiden Händen, also beiden Zeigefingern so rum. Ja, komm. In die Richtung. Komm, schieb dir mal vor Herbies Wumme, dass er keinen Scheiß baut und guck mal im anderen Raum nach. Ja, ihr geht dort in den Raum an der Ecke und öffnet ihn. Ihr seht dort drinnen ein paar Kisten und eine weitere Tür in einen Nebenraum. In diesem Raum, wo die Kisten sind, seht ihr nichts Besonderes, Ware, schockgefrostet etc. Und der Nebenraum, der ist halt, da steht Kühlraum drauf. Und von dort drinne hört ihr ein bibberndes Wimmern. Oder ein wimmerndes Bibbern. Ja, dann. Hier kommen alle reingestürmt, alle mit Waffen. Ja, ihr öffnet die Tür und seht, wie vor euch auf dem Boden einer von diesen offenbar Fratellis liegt. Aber hinter ihm steht eine junge Frau mit einer Kiste, die sie gerade zur Seite legt. Und der Typ hat halt so blutigen Hinterkopf und schaut euch erschrocken an und hebt die Hände. Oh, da hast du uns ja schon Arbeit abgenommen. Hätten wir gar nicht kommen müssen, ne? Na komm, wir sind hier, um dich zu befreien. Dein Papa wartet auf dich. Ich wollte gerade sagen, Daddy will seine Tochter wieder haben. Ah, okay. Ja, in dem Moment, wo ihr das sagt, leuchten ihre Augen auf und sie wirft sich den nächsten von euch in die Arme. Oh. Ja, Aita ist ja frisch gewaschen. Das ist okay. Komm an meine Brust. Ja. Und so habt ihr McHughes aufgeräumt. Was macht ihr mit den Kunden? Dürfen die irgendwann mal nach Hause? Also erstmal... Ihr bleibt jetzt hier. Zuerst müssen wir die aufräumen. Wer von euch
ein Wort über das hier verliert, den besuche ich zu Hause. Und jetzt verschwindet alle. Und ich halte dabei die Tür auf. Und hopp, 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 hopp. Heute noch. Die Kugel fliegt schneller, als ihr laufen könnt. Ja, während ihr Moxie da an der Seite haltet und die Leute rausjagt, Itachi am PC vom Boss hinten ein paar Infos sammelt. Die Infos sind übrigens so Verträge mit Gangs, dass sie aus diesem Viertel rausbleiben und Dokumentationen von, wie sie halt anderen... Also du findest jede Menge Beweise, dass die Fratellis, zumindest diese Zelle von der Familie, die im größeren Rahmen nichts anderes als die Mafia ist, wirklich dafür sorgt, dass hier die Gangs von den Redmond Barons nicht Fuß bekommen in diesem Viertel. Aber dafür sind sie halt diejenigen, die die Kontrolle haben. Ja, dann leere ich alle Bankaccounts, auf die ich Zugang habe. Gut, dann das können wir nächstes Mal besprechen, wie ihr noch links und rechts irgendwie weiteres eingesackt habt. Ihr begleitet wahrscheinlich Moxie, die ihren schönen vom Papa geschenkten Ring am Finger trägt und in ihrer 50s Hip-Hopper, 2050er oder so, Retro-Style gekleidet. So wie die Kinder sich halt kleiden in der Zeit. Genau, in der die Main Street vor euch lang geht, neben euch, zwischen euch. Bringt ihr sie sofort dahin wahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Genau, okay, ihr bringt sie dann zu Hamptons Holistics Healthcare. Dem Mafia-Boss machen wir nochmal klar, dass er bitte beim nächsten Mal den jetzt in Ruhe lassen soll. Und wenn wir was anderes hören, kommen wir wieder. Wir haben sehr viele Infos über sie. Ja, und Aita schubst nur Itachi kurz. Itachi, hast du es gefunden? Ich habe alles gefunden. Ich habe den in der Tasche. Ich habe den in der Tasche. Das Dosenrezept wirst du haben. Das habe ich auch. Ja, die geheime Würzmischung. Ja. Ihr empfangt einen super glücklichen George Hampton, umarmt seine Tochter und ihr bekommt alle 500 Nuyen. Und einen Lauf. Gutscheine für... Oh. Yeah, das ist die Beste. Ja. Ihr seid für die heutige Nacht die Helden dieser Ecke vom versifften Redmond Barons, dem untersten Teil vom Seattle der 2070er. Gratuliere. Yeah. Du hättest nicht am Anfang sagen dürfen, dass das ein Schlachterbrand ist. Dann wären die Leute vielleicht ein bisschen... geheimnismäßiger gewesen, mit reinschleichen, an den PC schleichen, vielleicht das Mädchen rauskriegen, ohne dass der Typ dabei ist. Sascha, ich beschwere mich nicht. Ihr habt es so gemacht, wie alle es tun und ich auch sicherlich getan hätte. Entschuldigung, es war meine Schuld, weil ich habe agiert, bevor ich gedacht habe, wie man eigentlich diese alles gut Ablenkung nutzen sollte. Es war ein schöner One-Shot, ganz wichtig. Genau. Sehr lustig. Billiger, schöner One-Shot. Die Sache, worum es mir ging, ist einfach die Erfahrung gemacht zu haben, dieses klassische Einsteiger-Shadowrun-Abenteuer mal erlebt zu haben. Ja? Das und wenn zu gehören sozusagen. Und wenn einer der Hörer es anders gemacht hat oder vielleicht sogar netter gemacht hat, kann er es gerne uns schreiben. Ja, in diesem Sinne vielen Dank, auch in diese Richtung. Und bis zur nächsten Folge. Danke an euch auch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei der Aufnahme.